Beim Lungenkrebs spielen folgende Risikogruppen eine Rolle. Einmal natürlich die Gruppe der Raucher und Ex-Raucher. Aktive Raucher haben etwas ein 25-fach erhöhtes Risiko, einen Lungenkrebs zu bekommen. Das bedeutet, 10% der Rauchenden, der über 10, 20 Jahre rauchenden Patienten können einen Lungenkrebs bekommen im Schnitt. Weiterhin sind Ex-Raucher, auch viele Patienten, die ich sehe, die haben mal geraucht, nicht? Das macht man hier in der Jugend auch so. Und man raucht 20, 30 Jahre und wird dann vernünftig und hört dann auf mit 40, 50 Jahren. Aber auch da ist ein gewisser Risiko noch da. Man sagt etwas nach 10 Jahren vielleicht das 2-, 3-, 4-fache, also deutlich reduziert, aber auch da ist ein Risiko. Und auch Patienten, die zum Beispiel in der Familie jemanden haben, der einen Lungentumor, Lungenkrebs bekommen hat. Diese Patienten, das weiß man, haben eine genetische Vorbelastung und sollten zum Beispiel das Rauchen nicht anfangen oder auch rechtzeitig aufhören. Das sind die Hauptrisikogruppen für einen Lungenkrebs, wenn man davon reden kann. Früher hatte ich eine Vorlesung an der Universität, die hieß Husten. Also das ist eines der Symptome. Man muss aber sagen, dass die meisten Patienten überhaupt keine Symptome haben. Die gehen dann mal zum Arzt, da wird ein Röntgenbild gemacht und man sieht da einen Fleck auf der Lunge. Der Arzt schickt sie dann weiter zum Computertomogramm und dann wird das Ganze abgeklärt. Aber ein Husten, der länger als 6 Wochen geht, gehört immer abgeklärt. Und das sehe ich auch immer wieder. Das wird nicht immer konsequent durchgezogen. Wenn Sie einen Husten haben, der länger als 6 Wochen geht, sollten Sie mal den Arzt darauf ansprechen und er sollte gezielt die Lunge untersuchen, sprich abhören und ein Lungenröntgenbild durchführen lassen zum Beispiel. Nun, da hat sich einiges gewandelt und das ist das Tolle. Wir haben seit 10, 15 Jahren eine Methode, die sogenannte Videotorkoskopie, mit der wir minimalinvasiv Lungentumore und Lungenkrebs operieren können. Wird der Lungenkrebs rechtzeitig entdeckt, das heißt unter eine gewisse Größe und auch ohne Setzen von Tochtergeschwülsten, nicht? Das ist ja ein Problem, dann kann der Patient operiert werden. In der Regel minimalinvasiv, wir führen über 60% heute so durch, über einen kleinen Schnitt unterhalb von der links oder rechts, unterhalb der Brust wird ein kleiner Schnitt gesetzt und über diesen kleinen Schnitt ist es möglich, aufgrund der hervorragenden Technik, die zur Verfügung steht, der Optiken und so weiter, diesen Tumor zu entfernen.